So, also, so, ich darf laut Flo bald nicht mehr in den Urlaub fahren. Ja, weil jedes Mal, wenn ich in den Urlaub fahre oder wir in den Urlaub fahren, bringe ich irgendwas mit. Diesmal hier, eine echte Maracuja-Pflanze. Es ist eine Maracuja unten sogar dran. Was ich nicht gesehen habe, die ist einjährig, also die ist nicht einjährig, die ist nicht winterhart. Also eigentlich ist sie einjährig. Jetzt habe ich zu Flo gesagt, ist ja kein Thema, wir nehmen die mit zu Hause rein. Und dann lassen wir die über den Winter im Wohnzimmer stehen, ein bisschen kühl, ein bisschen Wasser kriegt sie und dann gucken wir mal. Tja, hoffen wir mal, dass das was wird, was? Apropos wird. Ich hoffe, es wird euch jetzt interessieren, was in diesem Rückblick alles so passiert. Das war jetzt wieder eine ganze Menge. Wir haben das erste geerntet. Wir haben die ersten Misserfolge gehabt und. Also, ich pflanze jetzt meine Maracuja ein. Ihr guckt euch den Rückblick an und dann sehen wir uns wieder, weil ich fertig bin mit meiner Maracuja. Also viel Spaß beim Rückblick und ich gehe jetzt mal weitermachen. Na, Flori? Na, was soll das werden, wenn es fertig ist? Diese Frage ist immer so schön. Na, weißt du doch. Oh, guck mal, wir sahen das hier unten. Oh, jo. Ja, ich meine, wir haben ja genug von dem Zeug im Garten. Das wird ganz einfach. Unsere Himbeeren, unsere Herbsthimbeeren, die bilden ja jedes Jahr ein so ein Stäbchen und dann kommen ja oben die Früchte dran. Und da die immer hier in unseren Gemüsegarten kippen und wir das Problem haben, dass wir dann ja, hier nichts pflanzen können, habe ich mir jetzt gedacht, wir hauen jetzt hier so einen Balken rein, schrauben das Brett hier unten fest, das andere kommt dann oben drüber. Ja, und dann drückt es das Ganze darüber. Und dann müsste das eigentlich funktionieren, dass hier auch vernünftiges Gemüse wächst. Ja, nein? Klingt plausibel. Ja, das hoffe ich auch, dass das so ist. Du weißt ja. Ausprobieren. So, wir müssen noch ein Brett holen, Schrauben holen, den Akkuschrauber und dann kann das hier weitergehen. Ja. Ja, und Sie gucken einfach noch mal ein bisschen so in eine Weltgeschichte hier in unserem Garten rum, während wir das Zeug besorgen. Ne? Bis gleich. Zucchini White Bush. Ja. Das hier ist ja mein Zucchini-Feld. Jetzt hatte ich ja noch hier ein bisschen Platz, weil die Zucchinis hier, die sind ja noch nicht so gewachsen, wie sie sollten. Jetzt habe ich die Salate erstmal hier hingepflanzt und habe gedacht, okay, die Salate wachsen schnell. Ja, und dann haben sich die Zucchinis gedacht, wir auch. Ja, aber das ist egal, weil ganz so schnell sind die Zucchinis dann doch nicht. Die setze ich jetzt hier so ein bisschen versetzt zwischen die Salate. Und wie Sie sehen, die sind ja nun wirklich noch sehr klein, nicht? Und ja, jetzt habe ich wieder Sie gesagt, ne? Jetzt siehst du, ich wurde ja aufgefordert, du zu sagen. Ja, also sage ich jetzt mal du, ich versuche das ab sofort. Seid mir nicht böse, wenn ich das nicht hinkriege, weil ich habe da auch ehrlich gesagt so ein bisschen meine Problemchen mit, andere Menschen zu duzen. Weil, so, das hat immer noch was mit Respekt zu tun. Und den habe ich. So, wie gesagt, ich pflanze die jetzt hier zwischen, wie ihr ja so ein bisschen sehen könnt. Und dann hoffen wir mal, dass aus denen noch was wird. White Bush ist übrigens eine Zucchini, die sehr, sehr hellgrün ist. Und ein schönes, festes Fleisch hat. Nicht wie manch andere Zucchinis, die dann, ich sag mal, mit der Zeit innen doch sehr weich werden und außen hart. Das ist bei der hier nicht. Die bleibt immer schön zart. Und da hoffe ich mal, dass wir da eine schöne Ernte bekommen, weil sowas esse ich total gerne.
Ich mag diese riesen Dinger nachher nicht. Also wenn die Zucchinis... Na huh! Ich wollte mal tanzen. Wenn die nachher reif sind, wir ernten die immer relativ klein, weil sie dann auch schön zart sind. Und ein paar lasse ich extra größer werden, weil wir da Zucchini-Salat von machen. Da werden wir dieses Jahr übrigens ein Video zu machen. Zucchini-Salat eingekocht, schmeckt Bombe zu gegrilltem oder Braten. So, die sind auch drin. Jetzt hole ich mir noch eine Kanne Wasser. Und ich glaube, dann reicht's für heute. Mal gucken. Ah, da haben wir das zweite Brett vergessen. So, wo lege ich dich jetzt hin, ohne dass du uns erschlägst? Da. So, Flori, lass uns mal dieses Brett erstmal hier oben festschrauben. Gut. Du hast erstmal schrauben, sonst kommst du nicht weit. Doch, eine reicht mir. Okay. Na, jetzt habe ich zwei. So. Einmal hochheben. Ja. Ein bisschen brauche ich noch. So. Ja, mehr will ich nicht. Ja, das ist nur. Das muss ja nicht unbedingt gerade sein. Ich weiß, bei dir ist das wieder so, das muss sein. Bei mir ist das nicht so wichtig. Bei mir ist die Funktionalität wichtig. So, jetzt ist super. Ich habe hier gleich mal. Ich habe nämlich Handschuhe in der Hosentasche. Da kommt man total klasse mit voran. So. Ich hatte Ihnen ja schon mal gesagt, dass wir das gesamte Material, was aus dem alten Garten und aus unserem Garten noch über war, wiederverwenden, damit wir nichts wegschmeißen brauchen, beziehungsweise auch nichts Neues kaufen müssen. Weil ich finde, wir verschwenden schon viel zu viel Ressourcen und Materialien, die man eigentlich noch gebrauchen kann. So wie diese Bretter. Das war mal eine riesengroße Palette. So, und jetzt ist es halt ja, der Schutz für unsere Himbeeren. Warum soll man das nicht nutzen? Hat es dich angegriffen? Ein bisschen. Brauchst du noch ein Stück? Nee, ich bin glücklich. Okay. Oh. So. Und ich sag dann immer, solange wie es hält, hält es eben. Und wenn es dann kaputt geht, ja, dann ist es so. Aber erstens, ich habe kein Geld ausgegeben. Zweitens, ich habe etwas genutzt, was wahrscheinlich sonst auf dem Müll gelandet wäre. Und tja, so kommen wir gut voran. Sieht gut aus. Ein bisschen höher musst du noch, Flori. Gut. So, und jetzt sehen Sie ja trotzdem, trotz allem, dass es immer noch ein bisschen wackelig ist. Jetzt haben wir noch alte Metallstreben von so einem alten Zaun. Da werde ich jetzt einen gleich nehmen, den werde ich hier noch gegenschlagen, so von außen, und das Ganze noch ein bisschen rüberdrücken. Tja, und schon haben wir kein Problem mehr, dass unsere Himbeeren hier reinwachsen. Und wenn, dann können wir es noch abschneiden. Dann gehe ich den mal schnell holen. Das würde ich doch mal vorschlagen. So, und ich würde mal einfach vorschlagen, ich mache mal hier weiter. Hier. Hi Flo. Juhu. Na, wisst ihr, was schwierig ist? So eine tolle Rose zu haben. Also ich freue mich wirklich über die Rose, die wächst ja auch wie verrückt. Aber, wie ihr seht, sie kriegt hier unheimliche, und dann lässt du mal los, unheimliche Wassertriebe. Und die muss ich 2-3 Mal im Jahr wirklich abschneiden, weil sonst wäre die schon, wer weiß nicht wo. Und wir würden auch die schönen Blüten, die euch jetzt entgegenkommen, und Flo fast zum Niesen bringen, entgehen. Ja, wie gesagt, also ihr seht, es ist mal wieder Zeit, unsere Rose zu beschneiden. Die waren letzte Woche, waren die noch
Gut einen halben Meter kürzer. Und jetzt ruckzuck gewachsen. Ich schneide sie aber auch im Herbst immer sehr weit zurück, weil sie soll halt nur hier über den Eingang, zack, ein bisschen und mehr nicht. Von daher, ich meine, sie hätte mehr Platz. Sie könnte, wenn sie wollte, hier noch lang. Aber das will sie offensichtlich nicht. So, also muss ich mich da so ein bisschen drum kümmern, dass sie nicht macht, was sie will. Aber schön blühen tut sie, oder? Ich mag das ja. Jedes Jahr aufs Neue. Und dann kriegt sie auch mal hier so eine Dolden. Zack. Blüht dann auch wunderschön. Ja, so, ich werde mal hier schön weitermachen. Ihr guckt euch noch mal ein bisschen im Garten an, was wir da so getan haben. Und ich denke mal, wir sehen uns gleich irgendwo wieder. Wahrscheinlich im Garten. So. Manchmal reichen wirklich nur ein paar Kleinigkeiten, um effektiv solche Sachen bauen zu können. Sieht gut aus, oder? Nicht ganz gerade. Muss es auch nicht. Wichtig ist halt die Funktionalität. So, wir müssen jetzt weitermachen. Wir haben nämlich heute so ein bisschen, weiß ich nicht, Bautag im Garten. Also wir bauen hier überall so ein bisschen was noch fehlt. Nachher geht es noch weiter in der Outdoor-Küche. Das Video kommt irgendwann. Ich kann Ihnen nur nicht sagen, wann, weil ja, das ist so ein, im Moment so ein Projekt, können wir uns nicht drum kümmern, wenig, weil Sie sehen ja, das Gemüse wächst. Aber im Herbst, dann wird es auf jeden Fall fertig. So, ich muss weitermachen. Also, ich komme ja von meinem Kirschbaum nicht weg, ne? Der hängt aber auch voll. Dabei will ich jetzt was ganz anderes machen. Hier, Kohlrabis ernten. Das ist übrigens auch eine ganz lustige Geschichte mit diesem Kohlrabis in diesem Jahr. Ach, jetzt kann ich die Blätter ja nicht mehr abmachen. Erkläre ich Ihnen gleich, warum. Zack. Flo hat gefragt, können wir denn die Blätter wieder anbraten? Kann man machen. Machen wir. Gibt es heute Abend bei uns zum Grillen dazu. Ja, aber erstmal kommen wir mal zu den Kohlrabis. Sie sehen ja hier, der ist ja eigentlich schön, ne? So. Und dann, ich nehme mal den hier. Der ist ein Paradebeispiel dafür. Hey, Flo kommt schon freiwillig näher. Na, komm schon. So. Das ist ja, der ist ja nicht schlecht. Man kann ihn ja essen. Aber sieht schon komisch aus. Es sind viele davon. Das passiert einfach, wenn es zu viel Regen gibt. Und in der Wachszeit des Kohlrabis hier, ja, was soll ich sagen, hat es halt sehr viel Regen gegeben, ne? Aber für uns bleibt immer noch ein bisschen was über. Also für Flo. Weil ich habe mir jetzt überlegt, wenn Flo so scharf auf die Blätter ist, dann esse ich einfach den Kohlrabi und Flo die Blätter. Jetzt steht er in der Kamera und macht er mal so. Das scheint wohl dann doch nicht so der Fall zu sein. So. Also ich werde jetzt mal weiter meine leicht explodierten Kohlrabis ernten. Sie gucken noch mal ein bisschen rum. Und dann sehen wir uns gleich bei uns. Hupsi. Vorne auf der Terrasse. Wie wir uns die Blätter mal vornehmen und die anbraten. Also bis gleich. Einmal durch die Salatschleuder geworfen und schon fertig. Ja, das ist, als ich Flo irgendwann gesagt habe, du Flo, wollen wir die Kohlrabi-Blätter essen,
guckte er mich an und sagte, bitte? Ich sage, ja, Kohlrabi-Blätter kann man essen, ist ja Kohl, also kannst du den essen. Nein, ich sage, doch, ich sage, ich mache dir das. So, und seitdem essen wir eigentlich immer mal wieder Kohlrabi-Blätter. Ist ja auch nicht schwer, weil das ist ja ganz einfach. Also ich habe jetzt hier nicht alle Blätter genommen. Ich habe jetzt wirklich nur die zarten mittleren Blätter genommen. Und die schneide ich jetzt so ein bisschen fein, wie man sieht. Und nebenbei mache ich hier meine Pfanne warm. Mit einem ordentlichen Stück Butter, wie man sieht. Das gehört aber so. Es gibt ja gewisse Köche. Ich sage jetzt nicht, wen ich meine. Den Horst. der nimmt immer Butter. Und viel Butter. Und ich finde es gut. So. Ja, jetzt habe ich ihn geschnitten. Und jetzt warten wir eigentlich nur mal drauf, dass hier meine Butter sich so ein bisschen auflöst. Schön, auch hier so draußen zu kochen, ne? Herrlich. Ich freue mich ja so, wenn unsere Outdoor-Küche endlich fertig ist. Aber also jetzt durch das Gemüse und durch den Gemüsegarten ist das echt schwierig, da hinterher zu kommen. Also haben wir gesagt, wir machen das, wenn wir mal freie Minuten haben, die wir nicht haben. Aber wirklich so nebenbei immer so ein bisschen. Jetzt habe ich den Betonsockel gegossen. Das Dach ist fast fertig. Jetzt brauche ich eigentlich nur noch die Küchenhexe aufbauen. Aber da muss gemauert werden. Und ich habe mir das so schön vorgestellt. Und Mauern ist jetzt nicht gerade etwas, was ich kann. Also muss ich da mal warten, dass ein Kumpel von mir Zeit hat und das kann. Weil man kann nicht alles, ne? Ich kann auch nicht alles. Auch im Garten kann ich nicht alles. Aber ich bin ja auch nicht hier, um Ihnen etwas beizubringen. Ich bin hier mit meinem Kanal oder mit unserem Kanal. So. Um zu zeigen, wie wir es machen. Messer wegschmeißen zum Beispiel gehört dazu. So. Und Sie sehen, schon fängt das unheimlich schön an zu brutzeln. Kriegt auch eine schöne Farbe, oder? Und das riecht, ja, ein bisschen wie Grünkohl im Sommer. Lecker, lecker. So, jetzt mache ich noch ein bisschen Salz drauf. Und schon ist unsere, na, ich nenne sie mal für Flo Zwischenmahlzeit, fertig. Flo steht jetzt hinter der Kamera und grinst. Weil, wenn es nach Flo ginge, könnte ich irgendwie ständig irgendwas aus dem Garten holen und könnte es kochen. Oder verarbeiten, wie auch immer. Jetzt sind ja die Kirschen im Moment reif. Und seine Erdbeeren. Jetzt kommt er gestern. Was machen wir mit so vielen Kirschen? Ich gucke ihn an und er sitzt noch und schiebt immer rein. Ne? Ich sage, Flo, wenn du so weiter schiebst, ich sage, dann brauchen wir nicht darüber reden, was wir noch... Ne? Ich meine, also... Tja. So. Fertig. Sieht das nicht gut aus und eine schöne frische Farbe, oder? Also, trauen Sie sich. Schmeißen Sie nicht immer alles weg. Und vor allen Dingen, wenn es aus dem Garten kommt. Kann man essen. Schmeckt echt gut. So, ich werde mir jetzt hier meine Zwischenmahlzeit schmecken lassen. Für Sie geht's Video weiter. Viel Spaß. So kann man noch mal rote Beete transportieren, ne? Da bin ich ja ehrlich gesagt dieses Jahr sehr spät mit dran, ne? Ja. Ah. Die habe ich echt vergessen. Aber nun kommt sie hier rein. Hier, wo eigentlich nie irgendwas richtig wächst, werde ich mir jetzt Platz schaffen. Kuckuck. Und werde mir hier heute meine rote Beete einpflanzen und hoffen, dass sie doch noch ein bisschen wird. Ich weiß ja nicht. Ich muss mir jetzt mal eine Hake holen oder eine Hacke vielmehr. Guck
gucken Sie sich mal ein bisschen um. Wir sehen uns gleich. Hallo. Ich bin 1,82 Meter und ich stehe nicht in einem Loch, aber ich stehe an meinen Erbsen. Und ich habe Ihnen ja schon mal erzählt, dass die bei uns immer ein bisschen größer werden als normal. Ne? Ja, können Sie ja jetzt sehen. Wahnsinn, ne? Was aber auch wieder mal im Rückblick zu sehen ist. Also Sie sehen ja jetzt, was wir vor circa 4-6 Wochen gepflanzt haben. Und wie es gewachsen ist, das ist ein Wahnsinn. Also das ist, und dabei hat es nur einmal richtig geregnet und das war jetzt die Nacht. Herrlich. So, ich hoffe, Ihnen hat der Rückblick Spaß gemacht. War wieder ein bisschen Information dabei, was wir so gemacht haben. Und tja, was soll ich Ihnen sagen? So langsam geht es bei uns ans Ernten. Hier. Und die Ernten werden noch schön klein. Dann sind sie schön zart. Die hellgrünen Zucchinis sind reif. Zumindest die ersten. Hier. Na komm, geh ab. Ja. Also wie gesagt, ich hoffe, Sie hatten Spaß. Es ist wieder eine Menge passiert. Und für uns gibt es das Erste zum Ernten. Also Ihnen jetzt schönen Sonntag. Bis nächste Woche. Da geht's weiter. Mit Gemüse ernten, verarbeiten und was nicht noch alles. Also treu bleiben und ich gebe mal einen Grill anwerfen, gibt dir Zucchini. Bis nächste Woche. Ich bin ja immer, was das Unkrautzupfen angeht, sehr faul. Ne? Ich habe immer hier meine Hacke. Da hacke ich das dann einmal mit auf. Hake das Ganze glatt. Und dann ist gut. Jetzt Flo letztens zu mir gesagt, sagt er, Björn, kann das denn überhaupt funktionieren? Ich sag, was denn? Da sagt er, naja, wenn du jedes Mal einfach nur hackst und das Unkraut dann oben drauf bleibt, ist im Prinzip gar kein Problem. Wenn es trocken ist, so wie heute. Wenn es aber jetzt heute Nacht anfangen sollte zu regnen, würde das Unkraut wieder anwachsen. Aber es ist kein Regen angesagt, also funktioniert das. Und wo wir schon mal hier sind, hier über mir, unser Sauerkirschbaum. Der hängt richtig dolle voll. Wieder mal. Werde ich ein eigenes Video zu machen. Wir wollen Kirschgrütze draus machen. Bin ich ja mal gespannt. So, ich muss jetzt aber loslegen, sonst gibt wieder Ärger mit Flo, Sie wissen ja. Brokkoli im Gewächshaus. Das sind ja jetzt so ein paar Restepflanzen und jetzt haben wir ein Problem. Ein Bekannter von uns muss aus Gesundheitsgründen den Garten abgeben. Jetzt hat er mich gefragt, weil der hat auch ein Gewächshaus. Björn, mein Name, kannst du meine Tomaten übernehmen? Ehrlich gesagt habe ich jetzt in meinem Leben noch nie einen halben Meter hohe Tomaten umgepflanzt. Sind, glaube ich, 5 oder 6 Stück. Ich sage, ja, das ist kein Thema, nehme ich. Ich sage, hast du die im Eimer stehen? Nee, sagt er, ich habe die im Gewächshaus. Jetzt muss ich natürlich sehen, dass ich hier den Brokkoli erstmal rauskriege. Und dann muss ich gucken, ob ich hier die Tomaten überhaupt unterkriege. Ansonsten kriegen die einfach ein paar Töpfe und dann bleiben die draußen. Aber gucken Sie mal, nicht groß, aber schön und vor allen Dingen würmerfrei. So, und schön fest. Gibt es heute Abend als Beilage zum Gegrillten. Ich kann Ihnen nicht beschreiben, aber machen Sie das auch an Ihrem eigenen Gemüse, was Sie ernten, riechen? Ich bin schon komischer, oder? Aber da fällt mir gerade was anderes ein. Kann man das eigentlich essen? Also, ich sag mal, Brokkoli kann man ja roh essen. Müsste man doch die Blätter, theoretisch, so wie wir das letztens gemacht haben, mit dem Kohlrabi, auch anbraten können und dann essen.
Naja. Probiere ich vielleicht noch aus. So. Jetzt habe ich die ganzen Köpfchen hier raus. Und ich sag mal so. Für 0 so nebenbei gepflanzt. War das ganz gut, ne? Tja, jetzt gehe ich damit in die Küche, Flo, nicht noch einen Schritt weiter, dann liegst du im Blumenbeet. Und er macht diesen Schritt. Nein, aus. So, ich gehe jetzt in meine Küche, bereite das hier mal vor. Dann kann Flo das nachher essen. Vielleicht kriege ich auch noch was ab. Und dann geht's weiter im Garten. Heute ist wieder so ein Tag. Da haben wir uns so viel vorgenommen. Aber irgendwie kommt immer was dazwischen. Und wenn es lecker Brokkoli ist. So, bis gleich. Ich bin mir ja nicht ganz sicher, ob diese rote Beete überhaupt noch mal Früchte trägt. Ne? Die habe ich ja nun echt vergessen. Und so sehen sie auch aus. Also ausgestakelt ohne Ende. Aber eigentlich sind die robust, diese Viecher. Sodass ich jetzt gesagt habe, wir probieren das einfach aus. Ja, sagt Flo eben, sag mal Björn, ich so, was hast du? Wachsen in der Nähe von den Himbeeren, weil die ja sehr viel Schatten spenden, überhaupt die rote Beete? Ja, tun sie. Aber sie kriegen natürlich nicht so viel Sonne, weil hier neben ist der Kirschbaum, da sind die Himbeeren, das ist jetzt nicht ganz so optimal. Aber die Sonne kommt den ganzen Tag von da. Also kriegen die schon eine gewisse Menge an Licht. Und da rote Beete das eh gerne ein bisschen feuchter mögen, ist das, glaube ich, hier gar nicht so ein schlechter Standort. Das werden wir ja dann bei der Ernte sehen. Ach ja, ich habe ja gedacht, ich schaffe damit maximal eine Reihe. Flori, es gibt in diesem Jahr wieder mehr rote Beete als letztes Jahr. Aber ich sag mal so, die schaffen wir ja auch. Weil im letztes Jahr, ich glaube, 20 Gläser gemacht. Ja. Jetzt haben wir keine 20 Gläser mehr. Scheint ja irgendwie zu schmecken, das Zeug. Habe ich da eigentlich schon ein Video zugemacht? Ich weiß es gar nicht. Flori, haben wir da schon ein Video zugemacht? Haben wir schon gemacht. Gut. Ja, bei 200 Videos, da verliert man dann irgendwann mal den Überblick, was man schon gemacht hat und was nicht. Naja, so, ich pflanze sie jetzt mal weiter. Und sie gucken mal, was Flo macht. Der ist nämlich bei seinen Erdbeeren. Ernten. So, fertig. Ich habe mir jetzt gedacht, so eine Maracuja, die ist bestimmt wärmeliebend. Also jedenfalls kann ich mir das vorstellen, weil in unserem Breitengraden wächst sie ja eigentlich nicht. Und so, kriegt sie ja ordentlich Wasser. Da siehst, ist die Frucht. Und das Problem ist, die liegt jetzt so ein bisschen auf der Erde. Da muss ich mir noch mal was einfallen lassen. Da werde ich mal gucken. Hier in der Ecke noch ein bisschen Holz. Ja, findet sich immer irgendwas. So. Und hopp. So, fertig. Weil wenn sie die ganze Zeit im Wasser liegt, kann ich mir vorstellen, dass die dann auch das nicht ganz so toll findet. So. Ich bin ja mal gespannt. Jetzt will ich hier noch so ein paar Drähte hochziehen, dass die hier noch hoch wachsen, weil es ist eigentlich eine Rankpflanze. Kriegt hier auch schon Triebe. Lassen wir uns doch einfach mal überraschen, oder? Ja, ich hoffe, der Rückblick hat euch gefallen. Ihr seht, wenn man jetzt hier mal so rüber guckt, ist schon eine ganze Menge Unterschied zu dem, was ihr eben gesehen habt. Aber gut, es liegen auch immer ungefähr 4 Wochen zwischen den Rückblicken und der aktuellen Zeit. Also nur, dass ihr mal so ungefähr wisst, wie wir das drehen, weil ganz aktuell funktioniert nicht, kriegen wir nicht hin. Ja, wie gesagt, das war der Rückblick. Ich glaube nochmal,
26 oder 27 schon? Keine Ahnung. Ganz schön viel auf jeden Fall. So langsam geht es bei uns los mit Tomaten. Kartoffeln können schon raus. Bohnen, wie ihr seht, mein Bohnenranggitter funktioniert. Ne? Aber das gibt es im nächsten Rückblick. Euch jetzt einen schönen Sonntag. Bleibt uns treu. Wir trinken jetzt noch einen Kaffee, dann machen wir einen Grill an. Ja, und dann gibt es noch ein bisschen Häpperchen und dann geht es irgendwann nach Hause. Also, schönen Abend euch und bis nächste Woche Sonntag.